Die flotten 2 Minuten. Diesmal Spiele, die im August rauskommen. Da hätte man am 13.8. ist Payday 2 für PS3, PC und Xbox 360. Weiter geht's mit Disney Infinity am 22.8. Das kommt für die Wii, Wii U, PS3 und Xbox 360, obwohl die PC-Version wahrscheinlich auch nicht mehr lang auf sich warten lässt. Dann hätte man endlich nach gefühlten Jahren, Jahrzehnten, Saints Row 4 für PC, PS3, Xbox 360 und das kommt am 23.8. Dann geht's weiter mit 2 Spiele. Am 27. ist Final Fantasy 14, also Final Fantasy Online, für PC und PS3. Und noch mit dem Killer is Dead für PS3, Xbox 360. Dann geht's weiter mit Lost Planet 3. Also das Spiel, wo man entweder erfriere oder überhitze. Mit riesig große Zombies. Mit riesig große Insekten. Wo man dann an dezent markierte Stelle nur treffen müsse. Die sind aber so dezent, dass er schon kaum orange aufleuchte. Ja. Das kommt am 30.8., also schon am N. So, das war's mal nochmal für die Flotte 2 Minuten. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich würde es auch gerne weiter so machen, weil Spiele informieren macht schon ein bisschen Sinn, wenn ich bedenke, dass ich meistens selbst nicht weiß, was für Spiele in dem Monat noch gut rauskomme. Ja, ihr könnt ja eure Meinung hier in die Comments schreiben. Bedanke mich im Voraus. Das war's für jetzt. Ciao.